Marlowe Briggs and the Mask of Death. Irgendwie ist das schon ein sehr dreister God of War-Klon, den wir haben. Leider ist es spielerisch kein guter Klon. Die Kämpfe machten nicht so viel Spaß, wie sie könnten, was an lahmer Gegner-KI und gehäuften Turret-Sektionen liegt. Das 3D-Plattforming kann wegen der fixen Kamera manchmal sogar nerven. Außerdem ist die Welt absolut unglaubwürdig. Die Story ist derart übertrieben, abgehoben und blödplump, dass sie schon fast wieder gut ist. Marlowe Briggs will seine Frau, die ihren Job als Archäologin kündigen möchte, abholen und wird prompt von ihrem kriminellen Chef mit einer antiken Sichelwaffe erstochen. Die Waffe ist von einer alten Totenmaske der Maya beseelt und belebt unseren Helden wieder. Gemeinsam schlachten sie sich dann durch ein riesiges Industriegebiet und zerstören auf dem Weg wirklich alles. Vielleicht sollte diese extrem übertriebene Art aber als ein Wink mit dem Zaunpfahl verstanden werden, der Klischees und Stereotypen von Actionspielen auf die Schippe nimmt. Dann wäre das Spiel einen Blick wert. Andernfalls muss ich leider sagen, es geht nicht gut nein.